ist meine Heimatstadt. Da habe ich Fußball spielen gelernt, da habe ich angefangen, Fußball zu lieben. Ja, der Schritt nach Österreich, der war natürlich ein gewagter Schritt. Da war ich erst 19 Jahre alt, bin alleine hingezogen, hatte keinen. Außer Salzburg, ein sehr traditionsreicher Verein, ein sehr gut strukturierter Verein. Der Kontakt nach Italien, der kam ganz schlicht durch einen Scout, der mich kontaktiert hat und somit ist das alles entstanden. Dritte Liga Italien, Città di Brindisi, der Verein ist der Name des Vereins. Die Fußballstruktur in Südeuropa, in Ländern wie Griechenland, Italien etc. ist ganz anders wie hier in Deutschland, nicht vergleichbar. Und von einem Tag zum anderen kannst du da weg sein und das war der Fall bei mir. Und wenn ich zurückblicke, kann ich nur sagen, es konnte mir nichts Besseres passieren. Der Wechsel zu 60 München, ja, ein ganz großer Traum. Für viele ist das was Unerreichbares. Da habe ich bei der Regionalligamannschaft wurde ich angeheuert und durfte auch bei den Profis mittrainieren. Durfte mit Spielern wie Benjamin Laut trainieren, Gabor Kirai, Grigoris Markos. Das war natürlich alles ganz neu für mich, aber hat mich persönlich sehr, sehr gut und positiv weitergebracht. Dann kam der neue Friedhelm Funkel, wo ich das Glück hatte, mit ihm noch mehr Einsätze bei den Profis zu bekommen. Es war einfach ein Privileg, mit den Profis mittrainieren zu dürfen, denn es hat mich einfach nur weitergebracht, im menschlichen wie im sportlichen Bereich. Nächster Schritt, SV Helmstetten, Regionalliga Bayern. Gut für mich, gut für meine Spielpraxis, alle Spiele gemacht, die Klasse gehalten. Ich bin jetzt hier in Hamburg und bei Viktoria und wie schon erwähnt, ich werde alles dafür tun, dass dieser Verein wieder in die Regionalliga mitmischt. Alles andere sehen wir dann. Der Verein hat mich sehr gut aufgenommen, die Rahmenbedingungen stimmen, das Trainergespann ist sehr, sehr gut, sehr kompetent. Und ja, die Viktoria gehört nicht in der Liga, sondern weiter oben und dafür will ich alles machen.